So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Wir sind draußen und wiedergeboren als Erfolg freigeschaltet. Stufenaufstieg, Karte aktualisiert. Alles Mögliche prasselt hier auf uns ein. Wir können erstmal, ja, ins Inventar gucken, sagen, unsere primitiven Eisendolche sind beide die gleichen, haben aber unterschiedliche Haltbarkeiten. Sekundär, wir haben den Stab fast kaputt gespielt, das ist aber nicht weiter schlimm. Rüstung haben wir nochmal die gleichen. Und ganz viel Schund. Jo. Also ich war's. Wir können diesen Ring ausrüsten. So. Weil so geht's schneller. Konsumgüter. Und wenn wir jetzt X drücken für einfach Schlangengift, können wir es hier dem Gegenstandsrad zufügen. Wollen wir aber nicht. Einfacher Heiltrank, eventuell. Einfacher Mana-Trank, keine Ahnung. Giftschutztrank werde ich aus dem Inventar benutzen. Gegenstände. Gemmenbeutel ist klar. Ein Beutel voller Kristallscherben. Das ist jetzt einer drin. Aber voll. Je nachdem, wie doll wir ihn einrollen. Reparaturkit ist cool. Hier, Knochen haben keinen Wert. Wir machen auch mal Plunder draus. Das auch. Hier sind nochmal die Spinnenmemo. Ja, genau. Das hatten wir schon. Gut. Dann haben wir das geklärt. Quests. Wir haben eine Hauptquest. Ins Licht. Direkt vor seiner Flucht sagte Hughes mir, ich soll Dorf Gotthard einen Schicksalsweber namens Agrat suchen. Also eigentlich hat er mir alles mögliche andere erzählt, nur nicht das. Also nicht, dass das ein Schicksalsweber ist oder sonst was. Jetzt dürfen wir einen dieser Punkte verteilen. Und hier muss ich gleich mal dazu sagen, also ganz ehrlich, ich fände es am sinnvollsten, wenn wir erstmal alles machen. Schlösser knacken, jetzt noch höher zu schrauben, wäre totaler Unsinn für mich. Bannen ist so... Alchemie ist cool. Erhöht die Chance, Ressourcen, Reagenzien erfolgreich zu ernten, ist natürlich eine Bombe. Erhöht die Effektivität von Reparaturkits, darum kümmern wir uns später. Macht es auch bei jedem Punkt, wie man sieht. Du musst mindestens Stufe 8 sein, um noch höher zu skillen. Das ist halt seine, so eine Sache. Bannen, überzeugen, Bestechungsgelder für Verbrechen sind um 20% niedriger. Wir können Dorfbewohner angreifen und ausrauben und auch in Häuser einbrechen oder in Häuser gehen und dann Kisten ausräumen, während die Besitzer daneben stehen. Das finden die nicht cool. Dafür gibt es Verbrechensgelder. Du findest häufiger Scherben höherer Qualität, ist für uns auch erstmal nicht so richtig doll wichtig. Und das hier werde ich wahrscheinlich sehr hart vernachlässigen. Die Dauer, die du verborgen bleiben kannst, bevor du bemerkt wirst, wird erhöht. Ich bin halt jetzt unsicher, Alchemie oder Bannen? Alchemie oder Bannen? Bannen ist eine nervige Sache. Wer Warframe von mir gesehen hat, kennt das schon, dann läuft so ein Kreis mit Sachen drin. Ist ärgerlich. Ich mache jetzt einfach erstmal Alchemie. Mit X bestätigen wir das. Und jetzt dürfen wir uns drei Punkte hier oder hier oder hier aussuchen. Und das ist halt jetzt im Prinzip das Klassensystem. Wir haben Spezialangriff für das Langschwert, Großschwert und den Hammer. Für Langschwerter zusätzlicher Schaden. Kann ich mit dem rechten Stick runterscrollen. Dann haben wir Hammermeister für mehr Hammerschaden. Harpune, schnapp dir einen Gegner und zieh ihn an dich ran. Und Schild. Deine Robustheit ermöglicht es dir, nahezu alles zu überleben, von Schwertwunden bis hin zu magischem Feuer. Max Leben, Resistenz. Für mich nicht so interessant. Ich werde wahrscheinlich hier brutale Bewaffnung weitermachen. Weil Spezialangriff für Langschwert, Großschwert, Hammer. Langschwert, Großschwert, Hammer. Ah, ne.
Nur für Langschwert und Großschwert. Und Langschwert, Großschwert, Parade. Deswegen ist das schon mal sehr schön. Das Großschwert werde ich auch mitnehmen. Wo wir jetzt bei Raffinesse sind. Wir haben hier Dolche. Also Dolche und Feinklinge. Dolche, Feinklinge. Langbogenmeisterschaft. Das ist natürlich was Schickes. Dann haben wir Schattenfackel. Du webst einen Ausbruch von Schattenmagie, um Gegner in einem Bogen vor dir zu verwunden, ins Straucheln zu bringen. Eine Salve von Schattenklingen abzufeuern, durch Bohrungsschaden. Nice, nett, vergiftete Klinge. Nächste Stufe. Bei jedem Treffer 15% Chance, 10 Giftschaden auf 5 Sekunden. Anhaltende Kosten 25% meines Gesamtmanas. Kommen wir später zu. Das ist natürlich, hört sich geil an. 6-mal Skillbar, dann sind das, sagen wir 15% Chance auf 60 Giftschaden für 5 Sekunden. Das ist hart. Am Anfang. Aber später nicht mehr ganz so viel. Deine Fähigkeit bei der Herstellung obskurer Toxine erlaubt es dir, deinen Giftangriff auf andere Gegner überspringen zu lassen. Na hier, Giftwolke 150 Schaden. Das ist natürlich total schwach. Frostfalle klingt auch cool. Eisige Explosion klingt super. Ist natürlich alles super. Exekution passiv. Aber Zauberkraft haben wir auch noch was offen. Meister Zepter, arkane Bewaffnung, Spezialangriff für Stab und Chakram. Nicht Zepter. Das ist das Geile. Das erste gilt direkt nicht für Zepter, obwohl hier Zepter lernbar ist. Was mich aber wirklich interessiert, ist das hier. Heilende Woge. Wir können uns heilen. Im Prinzip ist das hier das Einzige, was ich aus dem ganzen Zauberbaum haben möchte. Konservatives Zaubern ist natürlich super. Eisbarriere, super tolle Sache. Feuert eine breite Salve. Feinde niedergehen. Frostkette, deine Kenntnisse, Tiefengeheimnisse und so weiter. Wintersumarmung, Eisbarriere gedrückt, um eine Wolke aus Eisscherben zu erschaffen, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg bleibt. Gegner, die innerhalb der Wolke, also Eissturm. Ja, aber ich will das hier haben. Da wir da aber nicht so schnell rankommen, wie ihr seht, wir brauchen 20 Punkte in Zauberkraft, um das überhaupt zu erreichen. Machen wir erstmal hier. Ich mag Schwerter, habe ich schon gesagt. Könntest du. Steuerkreuz. Danke. Also ich mag Schwerter, habe ich gesagt. Wir haben Langschwerter und Großschwerter, werde ich beide sehr intensiv skillen. Harpune ist eine super nette Sache, cool gemeint. Aber tut mir leid, schnapp dir einen Gegner und zieh ihn zu dir. Nein, das werde ich nicht benutzen. Na, bei Gift gucke ich mich zwischen den Folgen nochmal um. Hier Reduktion der Zepterkosten auf. Von 6 auf 5% deines maximalen Manas. Lade Stabangriffe auf, um allen umstehenden Gegnern Schaden zu machen. Auf die Mitte zu kommen, ist immer schwer. Dann machen wir noch, ja. Ich würde schon fast sagen, das hier, weil es reduziert die Kosten. So. Technik. Ja. Sehr schön. Gut, dann laufen wir mal los.
Wir haben nämlich hier direkt die erste Pflanze. Deswegen ich liebe dieses Spiel dafür. Einfach für diese. Lala! Wir sind nicht nur der einzig wiederbelebte Charakter der Welt, sondern das einzige Wesen mit dem grauen Daumen. Alles, was wir an Pflanzen anfassen, geht sofort kaputt. Hier, Sterndistel. Keine Reagenzien erhalten, aber die Pflanze ist spontan mal kaputt. Eine Reagenzien, die. Ach, wie dem auch sei. Machen wir hier erstmal alles kaputt. Noch eine Überlebende? Aber ich habe euch nie im Turm gesehen. Wart ihr eine der Assistentinnen des Professors bei den Projekten da unten? Ist er zusammen mit euch entkommen? Ohne den Quell können wir das nicht. Es ist der Einzige und die Tuata haben ihn zerstört. Yus wusste als Einziger, wie er funktioniert. Ja, dann lass uns da reingehen und alles töten. Oh, ihr meint Agathe. Ihr besucht Yus hin und wieder. Ich habe nie herausgefunden, warum die beiden miteinander auskommen. Denn er ist zwar freundlich, aber ein wenig seltsam. Ihr müsstet ihn in Gorhard finden. Einfach die Straße entlang, hinter den Ruinen. Könnt ihr gar nicht verfehlen. So, wie wir schon gemerkt haben, hier bei den drei erzählen sie uns immer wieder dasselbe. Alistar ist abgelegen genug, um nur wenige Besucher anzuziehen. Und bei unseren Forschungen bedeuten weniger Besucher auch weniger Fragen. Wir müssten hier sicher sein. Ich habe euch da drin kämpfen sehen. Von eurer Sorte hätten wir mehr brauchen können. Hatten sie wirklich einen Troll? Dieses riesige Felsending, ja. Ich weiß nicht, wie die Tuata uns gefunden haben, aber wenn sie einen Troll dabei hatten, war es sicher kein Zufall. Das Schicksal war gnädig und hat diesen Durchgang hinter euch einstürzen lassen. Sonst hätten sie uns weiter verfolgt. Das Schicksal war gemein zu mir, weil sie den... Viel Glück. Oh, stopp. Trolle. Eigentlich sind sie eine Art von wilden Feien, die mit denen des Hofes des Sommers und des Winters verwandt sind. Sie sind schon ungebändigt gefährlich genug. Aber die Tuata setzen sie auch in ihre Armee ein. Viel Jetzt Glück ist alles da draußen. Mit dir können wir sicher auch hin. Mitaro sei Dank. Noch eine Überlebende. Gibt es weitere? Da war das Schicksal wohl gnädig. Mögen jene, die im Inneren gefangen sind, in Frieden ruhen. Ja, du bist ja mal... Heute sieht man nicht mehr viele Schicksalsweber, aber sie waren sehr beliebt, als ich noch ein kleines Mädchen war. Meine Eltern haben sogar einen angestellt, der sie beraten hat, was die Erziehung von mir und meiner Schwester anging. Aber dieser Tage kann man froh sein, wenn man in einer großen Stadt auch nur einen einzigen Schicksalsweber findet. Die meisten sind vertrieben worden. Okay. Alles Gute. Es ist hier nicht sicher. Alles Gute. Wir ziehen bald los. Okay, also ich habe schon Leute getroffen, die sich besser artikulieren konnten. Aber lasse ich sie mal machen. Hier, wir können springen. Und wir kommen gleich zu der nächsten Stelle. Tauchen. Einfacher Krafttrank, das wollen wir natürlich sofort untersuchen. Plus 25% Körperschaden. Und da steht jetzt nicht bei plus 10 Körperschaden, damit wir überhaupt Körperschaden haben, sondern die gehen einfach davon aus, dass es keine Waffe in diesem Spiel gibt, die keinen Körperschaden macht. Womit sie auch recht haben. Beziehungsweise, wenn du als Magier unterwegs bist, dann interessiert dich der Körperschaden einfach nicht genug. So, ich habe gehört, wir haben eine neue Fähigkeit mit dem Stab. Ja. Okay. Stab dauert mir zu lange. Krankheit! Verwende einen Heiltrank. Sehe ich gar nicht ein. Also da kam ich jetzt nicht mehr, den musste ich benutzen.
Können die nervigen Viecher aufhören, hier rumzuspringen die ganze Zeit? Na, ja, los, greif nochmal zu. Danke. Ah, schön. Letzten Spielstand laden. Das ist nämlich dieser hier. Wir müssen uns das ganze Gelaber jetzt natürlich nicht nochmal anhören. Wir haben noch 4 Minuten. Reagenzien sind schwieriger zu ernten als andere, einige. Ah, bla bla. Er ist also Mr. Nachher ist man immer schlauer. So, und diesmal gehen wir nämlich nicht naiv stumpf mit dem Stab ran, weil er neu ist und wir ihn ausprobieren wollen, sondern wir nehmen Waffen, auf die wir uns verlassen können. So. Ratten sind halt eigentlich total ungefährlich, aber am Anfang möchte ich Reichweite haben gegen sie. Alleine schon die Möglichkeit zu haben, eine einzelne rauszuziehen, müssen wir das so machen. Na komm. Macht einen verkackten Sprung an sonst. Du hast keine Munition mehr. Dein Vorrat an Pfeilen ist begrenzt. Pfeile füllen sich nach kurzer Zeit automatisch wieder auf. So. Da sieht man schon, dass ich absolut richtig gemacht habe, als ich auf die Dolche geskillt habe. Die Stäbe. Das ist total sinnvoll. Beste Entscheidung ever. Und wir haben einen Hammer erhalten. Ja, ein Hammer. Wow. Stopp. Das ist eine Ansage. Es gibt jetzt sicher Leute. Ich weiß, ich kenne Leute, die sich total über Hammer freuen. Und Hammer und Keulen und so Wuchtwaffen, sagen wir mal, total toll finden. Ich nicht. Sehr leichte Truhe aufschließen. Talent Schlösserkunde 2. Ah, wir benutzen einen Dietrich. So. Im Tutorial sollte uns jetzt theoretisch erklärt werden, dass wir mit der rechten Taste den Körper hin und her schwenken. Und mit der linken hier oben das Teil bewegen. Und das ist mein Lieblingstrank. Lebensregeneration, danke. Narbenholzborke, Essenz des rohen Schadens. Ja, das mag jetzt nicht sehr leicht, nicht sehr schwer aussehen, aber es geht auch schwerer. Diese Truhen, also manchmal fängt der Dietrich dann an zu wackeln und das heißt, wenn man weitermacht, geht er kaputt. Und dann muss man halt rechtzeitig aufhören zu schieben. Und ja, wenn man rechtzeitig aufhört zu schieben, kann man den Dietrich anders platzieren und neu versuchen. Das werdet ihr im Laufe des Let's Plays sicher ein paar Mal sehen, aber wir kommen jetzt zur Bandruhe. Wir haben nämlich Talent 0. Autoversuch hat 10% Chance, die machen wir jetzt nicht so. Wir müssen jetzt in einem Durchlauf drücke A, sobald der Cursor auf einer der Glyphen ist, um sie zu durchbrechen. Glyphen schließen sich nach einer Weile wieder. Verfehlst du eine, schließen sich alle. Manche Glyphen schließen sich schneller als andere. Achte auf die Reihenfolge des Durchbrechens. Durchbrich alle Glyphen, um den Schutzzauber zu bannen. Das heißt, die Glyphe mit den
Die aus zwei Teilen besteht, schließt sich schneller als die aus einer. Gebannt. Und wir haben schon die erste grüne Waffe. Plus Rüstung, plus Blocken. Schlangengift, Egelholzborke. Das zerstoßene Edelholz. Es verwundert daher nicht, dass das zerstoßene Edelholzborke einem Trank ihr entziehendes Wesen verleiht. Ja. Und damit ist Edelholzborke schon mal mein absoluter Favorite. Mein supidupi Lieblingskraut. Was jetzt für alle verwunderlich ist, die dachten, ich würde am liebsten Schaden oder Leben haben. Ja, regenerierend ist auch cool. Abgewetztes Futter. Sekundärkomponente für Rüstung. Und einfache Bänder. Sekundärkomponente für Rüstung. Ne, Hauptkomponente. Ich kombiniere mit einer Hauptkomponente, um Waffen und Rüstung zu bauen. Ich wüsste nicht, welche Waffe abgewetztes Futter braucht. Aber jetzt kommen wir zum ersten Schrein, den wir haben. Und es ist ein Schrein von Mitaru. Mitaru war Leben. Gott des Feuers? Irgendwie so in die Richtung. Egal. Lade. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Wir haben einen roten Punkt auf der Karte. Das ist ganz doll wichtig. Und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.